Hörgestalten. Eine Sonderepisode zum Thema Schreiben. Josef Ulbich im Gespräch mit Max Hegewald. In unseren Sonderepisoden tauchen wir in die Welt der Personen ein, die hinter den Hörproduktionen stehen. Denn jeden Tag hören wir Werke, in die sie ihr Herzblut stecken. Werke wie zum Beispiel das neue Hörspiel der Lauscher-Lounge, Tinnitus. Scheiße, ich hatte da noch ein Taschentuch. Lena? Huch, kannst du dich mal kurz umdrehen? Ich piss hier gerade. Lena. Was guckst denn du so? Ey, ich will dich nicht küssen. Nee, ich will dich küssen. Lass mich, du sollst mich, lass mich los. Ich, Alter. Ich setz mich ab. Oder den Film Luft. Basti, ich glaube, ich kann nicht mit dir zusammen sein. Oder was auch immer das ist. Ich glaube, ich kriege keine Luft mehr. Warum kriegst du jetzt keine Luft mehr? Du hängst den ganzen Tag auf deinem Scheißthron und behandelst alle anderen wie zweite Klasse. Warum denkst du, dass du was Besseres bist, ha? Oder den Film Schneeessen. Ich habe 374 Möglichkeiten gezählt, mir das Leben zu nehmen. Hallo, Leonie? Hi. Soll aber wesentlich mehr geben. Hi, ich bin Sarah. Jetzt verrat uns mal, wie du richtig heißt. Gerda? Schöner Name. Erinnert mich irgendwie an die Schneekönigin. Willst du mich verarschen? Gerda ist die weibliche Form von Gerd. So einen Namen kriegt man nur von Eltern, die einen hassen. Wir reden aber nicht nur übers Schreiben, sondern auch über ganz andere Sachen. Außerdem essen wir am Anfang Pizza, das musste einfach sein. Also, los geht's. So, das läuft. Ja? Jetzt geht's los. Geht? Cool. Ja, mach nochmal Geräusche für einen Soundcheck und ansonsten. Ja. Sehr gut. Ja, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Das ist Max Hegewald. Er ist Schauspieler und Regisseur. Und unter seinem Pseudonym Max Benjo ist er auch Autor für Film und nun auch für Hörspiel. Vieles passiert bei ihm parallel. Max ist neugierig, voller Energie und Ideen. Schon mit 13 Jahren war seine Liebe für Schauspiel geweckt und kurz darauf begann er als Schauspieler zu arbeiten. 2011 wurde er bei der Goldenen Kameraverleihung als bester Nachwuchsschauspieler ausgezeichnet. Er studierte Drehbuch und Dramaturgie an der Potsdamer Filmuniversität Konrad Wolf und schrieb und inszenierte dort eigene Filme, wie zum Beispiel den Episodenfilm Die Angsthasen oder den mittellangen Film Schneeessen oder Nachtschattengewächse. Und seine Filme laufen auf diversen internationalen Filmfestivals. Max hat Pläne, noch weiter zu studieren. Außerdem ist er nach wie vor als Sprecher tätig, spielt auf der Bühne und reist sehr, sehr gern. Dabei beobachtet Max Menschen und Situationen und macht sich immer Notizen ins Handy, wenn er eine neue Idee für eine Geschichte hat. Und Ideen hat er viele. Wir hoffen, dass er die Zeit dazu findet, bald noch viel mehr davon umzusetzen. Aber schon angekündigt sogar, weil dein Hörspiel für die Lauscher-Lounge morgen rauskommt. Wir nehmen das einen Tag vorher auf. Wenn die Leute es aber hören, ist es schon eine Woche draußen. Ja. Ja. Ja, ne? Stimmt, jetzt, wenn bist du hier. Das ist total cool. Wir können auch schon mal vorab sagen, es ist einfach relativ spät. Wir haben gerade noch für ein anderes Hörspiel was zusammen aufgenommen und haben uns jetzt Pizza bestellt. Deswegen, es wird irgendwann die Tür klingeln oder mein Handy, was beides sträflich ist. Mein Handy muss ich vor allem noch mal finden. Ich habe meins ausgemacht. Das ist sehr gut von dir. Ich hole mal mein Handy jetzt. Ich hab's irgendwo hin. Hier ist es. Oh. Und dann wissen wir auch. Kommt, vor 11 Minuten kam, dass es in 45 Minuten da ist. Sehr gut. Und weil es so spät ist, trinken wir Ingwertee. Genau, das ist dein Wunschgetränk. Wie kommt's dazu? Ich bin gerade ein bisschen angeschlagen. Ja. Und deshalb dachte ich, so ein Ingwertee gibt Energie und was machen. Ja, sehr gut. Ich hatte gestern noch gefragt, was hättest du denn gerne zu trinken? Und da kam, darf man sich auch was Gesundes wünschen? Ja, das darf man. Das ist total schön. Ich habe gehört, dass ihr euch hier regelmäßig besauft, deswegen wollte ich euch nochmal sicher gehen. Hat sich das rumgesprochen. irgendwie ist es ist irgendwie lustig mit Alkohol, aber das ist nicht der vornehmliche Wunsch. Aber wenn man Leute fragt, was denn so das Lieblingsgetränk ist, hat es irgendwie oft mit Alkohol zu tun. Und dann wird es, manchmal ist es Champagner, manchmal ist es irgendwie
irgendwie so ein Mixgetränk. Meine Entdeckung war Likör 43 mit Milch, weil ich das ehrlich gesagt nicht hatte. Ich kannte das nicht. Das ist so ein Charlottenburger Ding, oder? Sogar, glaube ich. Ist das ein Charlottenburger Ding? Ich glaube ja, ich das irgendwie mal. Du bist ja Berliner, du weißt sowas, du bist wahrscheinlich besser als ich. Ja, allerdings, ich komme nicht aus Charlottenburg, ich komme aus Pankow tatsächlich. Aus Pankow? Ja, ich bin ein richtiger Pankower. Geil. Hast du mit Akzent irgendwie, mit Dialekt natürlich, gesprochen früher? Gab's das bei euch zu Hause? Nee, also als ich mit Schauspiel angefangen habe, jetzt gerade beim Fernsehen, gab's dann manchmal so kleine Wörter, wo dann der Tonmann meinte, kannst du das nicht ganz so berlinerisch aussprechen? Und dann bin ich natürlich sofort ins Hochdeutscher geworden, aber ja. Also in der Familie macht man das schon. Wann hast du denn schon angefangen? Du warst schon sehr zeitig mit Schauspiel unterwegs, oder? Ja, ich glaube, es ging. Also ich bin kein Kinderdarsteller gewesen, aber ich habe so als Jugendlicher mit 13 angefangen, Theater zu machen. Mhm. Und auch tolle Erfahrungen da gesammelt und bin mit meiner damaligen Theaterpädagogin auch immer noch in Kontakt. Ja, cool. Wir arbeiten immer noch zusammen. Und dann bin ich irgendwann zum Theater weiter und irgendwann kam Film dazu. Ja, ist echt verrückt. Aber bevor wir da weitergehen, wir haben ja vorhin schon ein bisschen gequatscht, eben weil wir gerade schon was aufgenommen haben. Und da ist mir gerade erst wieder eingefallen, du warst schon in meiner Wohnung, bevor wir uns eigentlich erst mal so richtig gesehen haben. Ja, genau. Wie ist denn das passiert? Also, lieber Josef, ich habe ein Hörspiel für deine Firma aufgenommen. Ja. Und durfte Regie machen und dann habe ich gehört, dass einer der Regisseure der Firma und Dramaturgen seine Wohnung netterweise zur Verfügung stellt für unser On-Location-Hörspiel. Und das war deine. Ja. Und ich habe mich irgendwie gar nicht geschafft zu melden vorher und kam dann in diese Wohnung und dachte, scheiße, du hast nicht mal geschafft, ihn anzurufen, dass du jetzt in die Wohnung gehst. Er weiß noch nicht mal, was da passiert. Nee, das wusste ich nicht. Aber es war so, wir brauchen noch eine Wohnung wo Küche und Ofen und so und wo man mit mehreren Leuten drin stehen kann, damit man es aufnehmen kann. Und dann habe ich nur gefragt, ein paar Leute hatten ja die Wohnung, ich so, wir sind eh nicht da, wir waren da gerade im Urlaub. Ja. Wo wart ihr? Wir waren in Georgien und in Aserbaidschan. Ja, aber da nur ganz kurz. Und dann war das irgendwie ganz witzig, dass währenddessen kriege ich so einen Anruf. Ich dachte, hä? Das ist Arbeit? Das ist doch bestimmt dann wichtig, wenn jetzt. Und dann war es noch nur kurz, deine Regieassistentin Jana. Und dann war es, ja stimmt, die Aufnahmen gehen los, voll gut. Und dann habe ich es auf Instagram irgendwann gesehen. Das war irgendwie ganz geil. Hier mit dem Pinguin-Abgang halt mit Karl. Ja. Das war sehr witzig. Ja, es gibt in Josefs Wohnung einen großen Stoffpinguin. Und die wurden auch allerhand Fotos gemacht. Es gibt eine ganze Fotoserie mit deinem Pinguin. Das Geilste ist, wir hatten ja einen Kinderdarsteller, der ist 10 gewesen und der musste halt irgendwann früher weg, logischerweise, weil der darf halt rechtmäßig nicht so lange arbeiten. Mhm. Und dann hat unsere beiden Hauptprotagonisten halt mit diesem Pinguin gespielt. Aber teilweise auch sehr ernste Szenen, was dazu führt, dass dieser Pinguin am Boden schlafend lag und unser Hauptdarsteller Jonathan Berlin ihn hochgenommen hat und behutsam ins Bett gebracht hat. Was einfach zur Aufnahmeausfällen führte, weil wir so ein heftiges Gelächter ausgebrochen sind. Ja, Karl hat doch wirklich alles irgendwie mitgemacht. Den haben wir aus von einer Weihnachtsfeier von meinem alten Studium irgendwie mal. Ja. Am Anfang wollte ich ihn, glaube ich, klauen, aber ich habe ihn dann offiziell mitbekommen. Das Thema war Film, natürlich, weil wir irgendwas mit Medien studiert haben. Und ich habe da ein Tutorium gemacht gehabt, wo ich so die Erstsemester unterrichtet habe. Und die haben das ausgerichtet und da hat einer einfach so einen großen Madagaskar-Pinguin einfach dabei gehabt und hat ihn halt da hingestellt und alle fanden ihn geil und alle haben mit dem getanzt und ich wollte ihn irgendwann mitnehmen und war dann so an der Tür mit ihm und dann kommt ausgerichtet sie da vorbei, ja, der gehört zu mir. Ich so, ja, das stimmt. Und sie, du willst ihn mitnehmen, ne? Nee, kannst du gern machen, ist schön, wenn er ein neues Haus hat. Und so habe ich ihn mitgenommen. Und dann hat es auch mit den Fotos angefangen in S-Bahnen. Und so weit ist ja schon rumgekommen. Ja. Großartig. Und deswegen heißt unser WLAN auch Karl sieht alles, weil er einfach in der Bude hockt und immer alles beobachtet. Immer alles beobachtet, ja. Bis ich gecheckt habe. Ich habe aber natürlich als erstes auch noch diesen WLAN-Passwort gefragt. Mhm. Und dann hieß es, Karl sieht alles. Und dann irgendwann habe ich begriffen, dass dieser Pinguin auch Karl heißt. Ja. Und dann war ich so, ich muss diesen Josef unbedingt mal kennenlernen. Ja, und jetzt sind wir hier. Das ist sehr schön. Das ist ja eine Sonderepisode, wo wir auch noch mehr als das reden, was man... Du kannst ja alles abdecken irgendwie. Du schauspielerst, du schreibst, du machst Musik, du führst Regie, du machst alles. Musik mache ich nicht so. Ich spiele ganz gerne mal Klavier, aber...
Ich würde mich nicht als Musiker bezeichnen. Aber ja, irgendwie doch. Ja, ich mache das gerne. Also diese drei Sachen, ich finde das ganz toll. Ich würde auch nicht auf eins verzichten wollen. Ich brauche immer so einen schönen Ausgleich. Ist echt cool. Wir müssen uns mal da hinarbeiten, irgendwie, um zu verstehen, wie das alles passiert ist und so. Ja. Wow, oh, das ist Pizza. Unsere Pizza. Geil. Ich flitze vor. So, jetzt sitze ich hier ganz alleine auf der Couch, während Josef unsere Hawaii-Pizza mit Pesto, wie auch immer das zusammenpasst, bestellt hat. Ich weiß ja nicht, ob die Charlottenburger Pizza was taugt. Aber ich hab wahnsinnigen Kohldampf. So. Das ist doch geil. So. Ja. Geil. Dann mach ich jetzt auch die Tür wieder zu. Oh, mit Pinienkernen. Super. Ja. Ach so, oh Gott, das darfst du, ne? Doch, doch, ja. Oh Gott. Ich hab nur eine Haselnussallergie. Nee, alles gut. Das ist alles total gut aus. Allergien sind irgendwie auch blöd. Hat sie schon geschnitten, ne? Die ist geschnitten. Ein Stückchen. Los geht's. Dankeschön. Ja, gerne. Aber hast du noch keinen blöden Unfall mit Haselnuss-Sachen gehabt, oder? Nee, also es ist auch nicht so, dass ich dann tot umkippe. Das kratzt nur so blöd im Hals. Ich glaube, weil ich als Kind einfach zu viel Nutella genascht habe. Also immer so anderthalb Gläser am Tag. Ja. Ja, klar. Ja, klar. Scheiße. Ich glaube, das Problem war mein Nutella-Konsum. Krass. Also Kinder aufgepasst. Okay. Also, wir haben außerdem festgestellt, dass du auch noch eine Verbindung hast in meine Geburtsstadt, nach Pirna, da wo ich auch gewachsen bin. Nach Pirna, ja. Du meintest das gerade so, du hast angefangen zu sechsen, ich so, wo hast du das jetzt aufgeschnappt? Er meinte so, ich habe Leute in Pirna. Ja. Bist du abgefahren? Ja, also die Familie von meinem Vater kommt aus Pirna, Pirna und Dresden. War eigentlich eher so Pirna. Mhm. Und ja, ich war halt früher, als mein Opa noch gelebt hat, war ich viel da und habe Cousins getroffen, Tanten, Onkel. Ich habe auch noch Familie, die da wohnt. Und cool. Ich finde es cool, mal da zu sein. Das ist so ein, ja, für meinen Vater ist es halt auch cool, wenn ich den begleite, so in seiner Heimatstadt. Eigentlich ist er in Berlin geboren, aber natürlich hat er durch seine Geschwister, die alle da groß geworden sind. Hast du Geschwister? Ich habe eine große Schwester, ja. Mhm. Viel größer? Naja, eigentlich kleiner, als ich, aber sie ist älter. Ja. 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 Also 12 Jahre Unterschied haben wir. 12, das ist schon echt viel. Da kriegt man nicht mehr so viel voneinander mit, oder? Nö, aber dafür habe ich jetzt tolle kleine Nichten. Ah, cool. Ja, ja, na klar. Das geht ja auch irgendwann los. Mhm. Du hast in Berlin also auch Schule gemacht. Mhm. Und wahrscheinlich dann Gymnasium. Mhm. Ja, sorry, ist mal in Ruhe. Ich muss auch noch ein bisschen einfach essen. Und dann hast du mit 13, sagst du, schon angefangen, Theatersachen zu machen. Mhm. Liegt das irgendwie in deiner Familie irgendwas? Oder wie ist denn da so der Wunsch gekommen, da hinzukommen irgendwie oder das zu machen? Nee, ich glaube, mit 13 war ich so voll in der Pubertät. Mhm. Und so voll in meiner Welt. Und wollte, was ich früher machen wollte, ich wollte immer zum Film und Geschichten erzählen. Ja. Ich wollte als Kind immer eigentlich Kinderbuchautor werden und Illustrator. Okay. Ja. Meine Eltern sind beide Maler. Mhm. Meine Schwester ist Fotografin. Und da lag irgendwie das Bildliche schon mal da. Und irgendwie wusste ich, ich interessiere mich voll für Materialien, für Geschichten, irgendwas mit Kunst. Cool. Und dann habe ich mich, bin ich in ein kleines Kids-Theater gegangen, durch so einen Zufall. Und habe mir die Inszenierung Hamlet angeguckt, die ganz junge Schauspieler, so 19, 20 gemacht haben. Ich fand die ganz toll und habe mich in eine Schauspielerin verknallt, als damals 13, 14-Jähriger und bin deshalb zu diesem Theater hin und habe dort mit einer Jugendgruppe angefangen und diese Schauspielerin ist irgendwann weitergewechselt an die Volksbühne, ins Jugendtheater, dann bin ich dahin. Dann war sie irgendwann weg, die war ganz erfolgreich dann und ich war in diesem Jugendtheater, dann bin ich zu freien Gruppen gekommen, der Volksbühne und ein Statist da mitgemacht auch und cool. In einem anderen Theater noch gearbeitet und ja, so kam es dann, dass ich ins Spielen reingekommen bin. Aus Liebe mit dem Theater angefangen. Das ist ja ganz süß. War die auch zusammen? Nein, ich habe mit ihr zweimal gesprochen. Eine super Schauspielerin. Cool. Und dann? Also wie ist es denn überhaupt so zeitig, das anzufangen und das immer parallel zu haben? Mm. Naja, ich habe mich immer gelangweilt in der Schule. Nicht, weil ich so ein wahnsinniger Überflieger war, sondern einfach, weil
Weil es nicht schnell genug war. Ja. Meine Kunst und Deutsch fand ich immer toll. Ja. Und dann habe ich halt immer nachts geprobt. Mhm. Tagsüber in die Schule. Ja. Cool. Genau. Aber du hast doch bestimmt noch andere Sachen währenddessen gemacht. Also was sind denn noch so deine Hobbys da so gewesen? Also ich frage das immer, weil ich das gerne irgendwie verstehen will, wie man das so macht, wenn man so jung anfängt, schon den Beruf zu machen, den man jetzt macht. Also nicht, dass du, ich meine, wir sind ja gleich alt. Es ist jetzt ja nicht so, dass irgendwie schon 60 Jahre das Gleiche irgendwie gemacht wird. Aber wenn einen das schon so ewig begleitet, gibt es bestimmt noch andere Sachen, die einen auch noch begleiten, die dann mehr Hobby sind und dann nicht so doll Beruf. Mhm. Ja, also ich habe früher, glaube ich, gern Hörspiel tatsächlich gehört und gelesen, Klavier gespielt. Ich war nie so der Sporttyp, ich war jetzt nicht so ein Sportfanatiker. Ich weiß nicht, ob Spielen und Filme gucken und Geschichten lesen und schreiben, das war mein Hobby einfach. Ja. Das sind wir schon echt beim Schreiben. Das heißt, du hast es echt schon so zeitig auch gemacht. Mhm. Ja. Obwohl eher so Kurzgeschichten und sowas. Mhm. Nicht geschrieben früher. Mhm. Die ganzen Pubertätsthemen abgearbeitet. Das sowieso. Ich gibt auch ein Tagebuch, was verbrannt wurde irgendwann von mir. Ja, wirklich? Das ist, Ich habe mein Tagebuch verbrannt. War das reinigend, das zu verbrennen? Oder das war wie Notwehr in dem Moment. Ja, ich glaube, so, ich habe am Anfang der Pubertät in einem Buch geschrieben und am Ende der Pubertät das Ding nochmal gelesen. Ja. Und mich so dafür geschämt, dass ich es sofort verbrannt habe. Und heute bereue ich's. Ja, ich glaube, man bereut es immer. Ich habe auch alle Sachen, glaube ich, weggeworfen. Mhm. Aber weniger, weil ich mich geschämt habe, sondern es war so, ich heb sonst echt viele Sachen auf. Du hast ja auch unsere Wohnung gesehen, es steht ja doch viel Krams auch rum. Aber irgendwie habe ich mir angewöhnt, nach der Schule, nachdem ein Jahr abgeschlossen war, einfach alles wegzuwerfen, weil ich so dachte, brauchst du eh nicht mehr. Also entweder hast du es jetzt im Kopf oder sonst guckst du halt eh woanders nach, als deine Aufzeichnung nachzugucken, was wann passiert ist und so. Deswegen habe ich auch nichts mehr. Und Tagebücher habe ich immer nur 3 Seiten angefangen und musste es dann wieder abbrechen, weil es einfach nicht... Ich hab's nicht fortgesetzt. Aber es ist auch wahnsinnig anstrengend, finde ich, über sich selber was zu schreiben, was ehrlich ist. Und man kommt dann in so einen komischen Tonus rein, dieses Liebestagebuch. Und dann wird das so komisch sentimental ganz schnell. Ja, diese ganzen großen Themen, die aufgeworfen werden dann auf einmal. Also irgendwie ist das ja auch schön. Mhm. Es gibt ja auch diese Texte von gestern Veranstaltung, wo halt die Leute ja aus ihren Tagebüchern da vorlesen. Und ich finde das eigentlich immer wahnsinnig rührend, dass ich eben auch denke... Es wäre schon noch schön, mal diese Gedanken, die ich da hatte, zu lesen, weil ich weiß nicht mehr genau, was da passiert ist. Ich glaube, man kann voll viel über sich lernen, oder? Also wenn man so. Das glaube ich. Ja. Aber wie, das verbindet uns ja auch. Also du hast auch später Drehbuch studiert, wir kommen da ja auch noch dazu. Aber diese Liebe zu Geschichten, das finde ich echt interessant. Was gibt es bei dir eigentlich ein Muster oder sowas schon immer? Oder wie ist denn dieses Geschichten schreiben gekommen zu dir und was ist denn so das, was du da so machst? Also ich wusste, dass ich immer selber auch sowohl im Theater als auch beim Film dann Geschichten erzählen möchte. Ich war ein Hörspielhörer, das mit dem Hörspiel kam erst später. Und ich weiß nicht, irgendwie es war so, es muss halt gemacht werden. Ich wollte eine Geschichte erzählen, also musste halt ein Text dazu geschrieben werden. Ja. Und so ist es eigentlich gekommen. Aber dann fange ich einfach mal voll bei Null an. Also ich stelle mich jetzt einfach mal wahnsinnig dumm, aber auch weil das wirklich so ist. Wie fängst du eine Geschichte an? Boah, das fängt eigentlich damit an, dass ich mir eine Notiz in mein iPhone tippe. Das kennst du wahrscheinlich. Ja, klar. Darüber mal. Und dann habe ich so eine Ideenkiste, also so eine, also eine physische, wirklich so eine Box, wo ich so Zettel reinmache. Oder Zeitungsartikel und eine auf dem Computer. Und ich habe bestimmt 20 Ideen und ich will die irgendwann alle nochmal machen. Okay. Ja. Das heißt, du findest deine Ideen dann auch noch gut, die da drin stehen? Ja, manche nicht mehr. Manche aber manchmal lese ich mir diese Liste und denke, das musst du als nächstes unbedingt mal machen. Ja. Geil. Aber sind das Situationen? Sind das irgendwelche Figuren? Oder was ist denn das, was du dir da aufschreibst? Also meistens sind es Figuren, die in irgendeiner Situation irgendein Konflikt sind. Also eigentlich schreie ich Konflikte auf, glaube ich. Krass, das ist gut. Das ist ja, weil das eine Grundsache in der Geschichte ist. Ja, ne, aber irgendwie, ja, also manchmal inspiriert von eigenen Dingen und manchmal so Sachen, die ich höre oder lese. Und oder es sind Orte, an denen ich war. Es ist eines meiner großen Hobbys, Reisen, das kam dann irgendwann.
junger Erwachsener zu. Ich kann es als Hobby bezeichnen. Ich reise sehr, sehr gerne. Du warst in Afrika irgendwo, ne? Ja, Afrika, und richtig? Asien und Lateinamerika. Hm? Was machst du denn da so? Ich war nach dem Abi, habe ich so ein freies soziales Jahr gemacht in Tansania. Mhm. Mhm. Ja, genau. Da war das. Genau. Und das hat mich begleitet, weil ich die Jahre danach immer wieder da war zu Besuch und einen Film dann gar gemacht habe, einen Dokumentarfilm, und der noch nicht fertig ist. Aber irgendwie hat es mich immer zurück. Ah, cool. Aber was war denn FSJ? Was hast du da gemacht? Ich habe in einem Waisenhaus gearbeitet, habe Wäsche gewaschen, gekocht, Kinder cool. bespaßt. Wie ist das? Also ich war noch nie auf diesem Kontinent. Mhm. Ostafrika, also gerade Tansania, ist super friedlich. Ja. Yeah. Also Moslems und Christen leben entspannt zusammen und der Staatsapparat funktioniert irgendwie. Ja, ist die Leute leiden nicht so viel Hunger wie in den Nachbarländern. Ja. Es gibt keinen Krieg. Und das ist insofern echt entspannt, wenn man das machen möchte, als junger Mensch dahin zu gehen. Also so Tansania ist voll, wenn man nach Mittelafrika und Südafrika kommen möchte, dann ist Tansania ein gutes Einstiegsland. Und mit den Kids war es total toll, weil natürlich habe ich viel Armut auch gesehen so und Krankheit. Viele Kinder hatten AIDS. Aber die Kultur ist also, du wirst halt mit offenen Armen empfangen, die Kinder rennen auf dich zu und vertrauen dir sofort ihre ganzen intimsten Wünsche und Ängste an. Und das war eine super Bereicherung für mich einfach. Mhm. Ich habe als junger Mann 19. Mhm. Ich habe krass viel gelernt von diesen Kids. Ich habe deren Sprache ein bisschen gelernt. Ja, cool. Ja, bist du aber trotzdem auch rumgereist, noch in andere Länder? Ja, du meinst von Tansania? Mhm. Ja, ich war in Kenia. Auf Sansibar, was mein eigenes Land war. Also diese riesige Insel von Tansania. Ja. Und mir fehlt aber noch voll viel von Afrika. Mhm. Also ich kenne noch Marokko und Ägypten. Ja. Aber von Schwarzafrika fehlt mir einfach noch ein bisschen. Krass. Mhm. Irgendwann muss das, glaube ich, auch mal gemacht werden, darunter zu fliegen. Aber ich habe das Gefühl, dass das so ein Arbeitsmodus mal ein besserer Einstieg ist, eigentlich ein Land und Leute irgendwie kennenzulernen. Ja, ich war jetzt 5-mal in Tansania. 5 oder 6-mal. Ja. Krass. Ja. Abgefahren. Okay, aber ich bin gedanklich auch noch bei deinen Notizen, die du da so hast. Weil ich finde das wirklich faszinierend. Wenn ich mir Sachen oder wenn ich eine Geschichte habe, oft habe ich eine Situation. Mhm. Und die muss nicht unbedingt konfliktgeladen sein. Mhm. Das, was mir das dann manchmal schwer macht, eine Geschichte, weil ich mich dann frage, warum hast du das im Kopf? Was willst du dann erzählen? Mhm. Wer ist denn diese Figur? Diese ätzenden Fragen, die man dann irgendwie klären muss. Irgendwie sowas wie ein Mann sitzt mit einem Kind im Café, ist nicht sein Kind. So. Genau. Schreibe ich mir auf. Ja. Und entweder kann ich später noch damit was anfangen oder nicht. Ja. Wahrscheinlich nicht. Aber krass, dann hast du echt schon Konflikte da. Aber das ist ja schon krass, weil deine Geschichten, die du erzählst, sind ja doch immer sehr, sind ja auch nicht so leicht. Nee, ja, ich glaube, ich habe einen Hang zu dramatischen Geschichten. Mhm. Also klar, du kennst es auch, in der Schule muss man dann auch mal Komödie machen und so. Und das macht dann auf einmal auch mega Spaß, das zu schreiben. Mhm. Aber ich glaube, so der Grundton ist schon so Drama. Drama und Kulturen interessiert mich irgendwie. Ja. Wie war das denn überhaupt? Hast du auch Schauspiel gelernt? Jein. Also ich hatte hast du mal Trainings gehabt? Ich habe mir mal so Trainings besucht. Ich war aber nicht in der klassischen Schauspielschule, weil ich eine krasse Prüfungsangst habe und bei all meinen Vorsprechen immer sofort rausgeflogen bin. Krass. Und das war hart, weil natürlich um mich rum voll viele Leute auf die Schauspielschule gegangen sind, Freunde und Kollegen. Und ich wollte das immer so gerne, weil ich Theater so geliebt habe. Und dann, das wurde mir halt irgendwie verwehrt. Oder ich habe es mir selber einfach ein bisschen schwer gemacht. Das zeigt das ja auch wieder, dass das einfach blöd ist mit solchen Sachen. Wenn man bedenkt, dass du ja dann auch einfach mal den Film-Nachwuchspreis bekommen hast für Schauspiel und so. Ja, genau, Goldene Kamera. Also nicht, genau, das, ja. Ja und nein, weil ich meine, irgendwie muss eine Fähigkeit geprüft werden an der Schauspielschule. Ja, ja. Und die gucken natürlich auch, die müssen auch die Leute schützen, ja, wenn sie sehen, jemand hat kein Talent. In dem Fall habe ich es einfach auch nicht gezeigt. Das ist in dem Moment einfach meine Schwäche gewesen. Aber ist krass, das heißt, du hast aber nach dem Gymnasium schon Schauspielschulen abgetingelt. Mhm, ja, also ich habe richtig klassische Vorsprechen gemacht. Mhm. Und ich drehe jetzt gerade mit einer Schauspielerin morgen zum Beispiel. Und die hat mich geprüft damals. Bei meinem ersten Vorsprechen war ich, glaube ich, 17 an der Ernst Busch.
Steffi Kühnert. Mhm. Und Steffi Kühnert wusste das. Ich komme, weil sie mich kannte aus ein, zwei Filmen, ich da schon was gedreht hatte. Und wir haben eine gemeinsame gute Freundin, die sie informiert hat, dass ich komme. Und leider habe ich dieses Vorsprechen derart vermaschelt. Ich habe mich am S-Bahnhof Schöne Weide, wer aus Berlin kommt, kennt diesen Ort, übergeben, weil ich so aufgeregt war. Und ich habe mein Vorsprechen so vermasselt. Und sie war super nett zu mir und meinte, ey, ich kann dich leider jetzt nicht in die zweite Runde lassen, weil das war einfach nichts, du musst einfach nochmal kommen. Und ich war dann erstmal so geschockt, dass ich ein Jahr lang nicht vorgesprochen habe und dann, ja. Krass, ist es wirklich Prüfungsangst, dass dein ganzer Körper streikt einfach? Mhm. Mhm. Krass. Mhm. Eine physische, lustigerweise nicht bei Primären, bei Drehs auch nicht. Es gibt zwei Arten von Aufregung. Ja. Eine normale, gute Aufregung und es gibt diese Prüfungsangst. Mhm. Und ich werde die nicht los. Das ist total, aber dann muss doch Schule die Hölle für dich gewesen sein. Prüfungen, ja. Total. Und also, das gibt's ja nicht wenig an der Schule. Das nee, ist ja fast immer. Blackouts und ja, ich habe mich mit Spickzetteln habe ich halt mir geholfen durchs Abi. Krass. Mhm. Ja, das war gar nicht so leicht, ne? Immer, wenn ich mich gerade so erinnere, so Spickzettel mal reinzunehmen. Also ich habe zum Beispiel, ich habe es einfach nicht gemacht, weil ich da bin ich so ein großer Schisser. Ich habe sofort gedacht, das würde jemand sehen, das muss es einfach im Kopf haben oder halt nicht. Einfach prüfen. Gibt's da nicht auch irgendeine? Also kann man das nicht irgendwie auch, keine Ahnung, dass man andere Umstände hat, um sich prüfen zu lassen? Gibt's sowas nicht? Nee, keine Ahnung, vielleicht, aber nicht an dieser Schule, nicht mal. Nee, es ist, vielleicht gibt's das heutzutage, wäre eigentlich ganz praktisch gewesen, dass man, weil mich das echt, man hat mich viel begleitet, diese Prüfungsangst durchs Leben. Und hat mir, glaube ich, echt ein paar Sachen auch verbaut, wo ich einfach nicht zeigen konnte, was ich kann oder will. Magst du davon erzählen, was das so ist? Also, oder ist das? Ich hatte natürlich, es ist so krass, weil wir haben eigentlich voll das gute Schulsystem in Deutschland, ja, dass wir das überhaupt so machen können. Aber es sind dann so Sachen wie, ich war an einem naturwissenschaftlich betonten Gymnasium und dann habe ich Deutsch und Kunst genommen als Profilkurse und musste Mathe als Prüfungsfach nehmen und habe in Mathe einfach komplett versagt. Ja. Und das hat mir halt voll viel krass verbaut, weil ich halt bestimmte Sachen nicht studieren konnte. Du hast ja auch in Berlin oder Umgebung studiert, du kennst das. Ja. Man kommt dann halt nicht rein, wenn man nicht den perfekten NC hat. Ja, ja, ja. Ja. Das ist so ein bisschen, ich glaube, das müsste man irgendwie abschaffen. Oder wie so Bewerbungsgespräche einführen, dass man wirklich weiß, ja, also wer was machen will. So. Ja. Das ist auch wirklich, das ist total verrückt. Ich habe eigentlich ein relativ gutes Abi mit 1,5 gehabt und habe mich dann auch für Medienwissenschaft in Potsdam eingetragen. Und da ist der NC halt einfach bei 1,3 oder 1,2 gewesen. Genau, ja. Und dann habe ich dann eine Absage bekommen, deswegen habe ich dann noch gar nicht damit gerechnet, da noch hinzukommen. Und ich bin dann durchs Losverfahren dann dazu gekommen. Also einfach nur wahnsinnig Glück gewesen, da hochzukommen. Krass. Ja. War das gutes Studium da in Potsdam? Das war echt ganz, ganz gut, weil mir das die Möglichkeit gegeben hat, ich wollte eigentlich Schauspiel auch studieren. Oh ja? Und hatte halt nur diese Abwägung, dass ich am Anfang meinte, ach, vielleicht will ich noch irgendwie was erst so studieren. Ich war mir noch nicht so ganz so sicher, was ich bei den Vorsprechen machen wollte und so, hatte aber eigentlich eine Liste, wann man sich wo bewerben muss und so. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich bewerbe mich einfach und wenn Zusagen kommen, entscheide ich aus dem Bauch heraus, ob das das Richtige ist oder nicht. Und ich habe fast alles weggeworfen, bis auf Potsdam. Und die haben halt dann abgesagt. Und dann dachte ich, okay, dann machst du jetzt Schauspiel und dann kam irgendwie zwei Wochen später so ein Nachrückding. Genau, und das hat mir irgendwie die Möglichkeit gegeben, so eine Allgemeinbildung noch weiterzumachen, weil das so, aber in dem Bereich, den ich halt geil finde, alles, was so mit Medien zu tun hat und was auch so ein bisschen philosophisch ist, diese Medien nicht nur Fernsehen und Zeitung waren, sondern auch Farbe, also alles, was sich vermittelt, und da hatte ich voll Bock drauf. Das war ganz geil. Und halt Praxis und so. Das ist so witzig, weil als ich in der Filmhochschule in Potsdam angefangen habe, wir hatten viel mit den Medienwissenschaftlern zu tun von unserer Uni und es viele aus der Uni Potsdam sind dann zu uns an die Uni gekommen, haben ihren Master gemacht. Ja. Und das war mal, es hieß immer im ersten Semester, also es wurde sich wahnsinnig viel lustig gemacht über die Medienwissenschaftler, weil die halt viel eine größere Gruppe sind. Ja. Und also es wurde immer, also böse Zungen haben gesagt, die Wannabes, was natürlich völliger Schwachsinn ist. Ja. Und es hieß gleichzeitig, stellt euch gut mit den Medienwissenschaftlern. Es hat sich bewahrheitet, weil nämlich die ganzen Leute, mit denen ich studiert habe, die sind jetzt in irgendwelchen Redakteurspositionen, die leiten Festivals. Das Max-Ophüls-Festival wird geleitet von jemandem, der auch studiert hat bei mir.
Und ja, das stimmt total. Also das ist ja wie in der Schule, dass man mit der Küchenfrau und mit den und mit den ganzen Putzleuten sich gut stellen musste, ja, um irgendwelche Sachen zu machen, die man sonst nicht machen konnte. Ja, irgendwo ins Zimmer reinkommen, mhm, und irgendwelche Dummheiten machen. Und mit der Sekretärin auch. Ja, natürlich. Ja, ja. Jeder hat es versucht, nicht alle durften. Voll gut. Aber bei euch war Medienwissenschaft ja schon ein bisschen krasser ausgerichtet, ne? Also, dass da was, wir sind nach Medienwissenschaft nichts. Nee, ach krass. Nee, es ist total, es ist eigentlich voll der gute Studiengang. Das ist immer erst später aufgefallen, weil die Medienwissenschaftler haben ganz viele Brückenpositionen übernommen. Also wir hatten nicht genügend Produzenten für alle Filme. Ja. Für die Medienwissenschaftler haben dann die Produktion übernommen. Ja, ja, cool. Und sind Produzenten geworden und mit Bravour. Also ja, es ist voll, und ich finde auch, es ist total gut, wenn jemand in die Redaktion geht und es vorher profund studiert hat. Auf jeden Fall. Ja. Nee, das ist auch cool, das Schöne an der HFF, zu der ich ja auch fast gekommen wäre. Mhm. Aber es ist ja, die Uni Potsdam ist ja einfach ein bisschen getrennt, mhm, und das ist natürlich theoretischer und die FH macht da so ein bisschen mit bei dem Studiengang. Ja. Und es ist, wie gesagt, ich finde, ich bin dann einfach relativ gut allgemein ausgebildet worden und kann ja argumentieren und Texte kritisch hinterfragen und so, mhm, Kram machen, aber so ein richtiger Posten danach, den gab es einfach nicht. Mhm. Wann hast du denn angefangen in Potsdam mit Studieren? 2012, nicht 2013? 2013. Mhm. Ja. Ja gut, dann wären wir auch nicht in eine gemeinsame Klasse gekommen. Ich habe mich 2014 da beworben. Ah, okay. Auch, also ich habe angeschrieben die HFF in München, in Potsdam und die DFFB. Echt, ja? Mhm. Ach krass, aber warte mal. Irgendwann habe ich auch Mappen. Ich glaube erst im zweiten Jahr, also dann 2015 habe ich Mappen mit. Und man muss dann auch vorauswählen, also Studenten. Also als Student aus dem höheren Fachsemester musst du sozusagen die Mappen dir durchlesen und vorsortieren. Cool. Ja, ja. Du musst mal erklären, wenn man sich bewirbt bei den staatlichen Schulen, ich weiß nicht, ob das auch bei privaten ist garantiert, muss man irgendwelche Schriftsachen abgeben, teilweise eigene Sachen, die man schon hat und ab und zu auch Texte, die gefordert werden, also eine Analyse von oder ein kurz. Genau, man reicht eine Mappe Text ein, ne? Zu, genau. Ist in der DFFB genauso wie im Potsdam, ne? Genau. Die ist ja nicht unaufwendig. Hab ich auch am Anfang unterschätzt. Ey, aber ich sag dir, Drehbuch war ein Witz gegen Regie. Ich habe mich an dieser Uni die 3 Jahre davor für Regie beworben. Und ich wurde 3-mal mit meiner Mappe eingeladen zu einer Prüfungswoche. Die geht eine ganze Woche, diese Prüfung. Und ich habe das 3-mal mitgemacht. Und beim 3. Mal hatte ich eine Zusage zur Prüfung in Ludwigsburg. Und ich bin mir sicher, dass die mich genommen hätten. Aber ich dachte, wenn ich schon zum 3. Mal in Potsdam bin, diesmal nehmen sie mich. Und die haben mich nicht genommen. Krass. Und dann haben sie gesagt, ich soll doch Drehbuch machen. Dann habe ich mich für Drehbuch beworben und haben sie mich für Drehbuch genommen. Aber cool. Noch heute bin ich sauer. Aber das heißt, du bist auf Umwege dahin gekommen. Ich bin auf Umwege zum Drehbuch gekommen. Ja. Ich dachte, das ist gar nicht schlecht, weil man als Dramaturg eine gute Ausbildung hat. Und ich habe gern geschrieben und dachte, naja, mache ich das einfach. Mhm. Ich habe für das Studium bei Alarm für Cobra 11 ein Praktikum gemacht. Ah. Ich hatte nicht die besten Voraussetzungen, weil ich noch nie eine Folge gesehen hatte. Und als Autor, oder? Nicht von der DFB, sondern noch von Medienwissenschaft, mhm, aus. Musste man irgendwie so ein Praktikum machen. Und ich bin da auch auf Umwege hingekommen. Wie gesagt, ich habe die Serie nicht gesehen gehabt. Ich kann mit Autos auch nicht so wahnsinnig viel anfangen. Ich war echt nicht so qualifiziert. Ich meinte aber am Anfang, wo ich denn sein wollte. Und bin ich in die Stoffentwicklung gegangen, weil ich dachte, das ist irgendwie das, was mich am meisten interessiert. Und dann war ich bei diesen ganzen Konferenzen dabei und habe halt so gesehen, wie coole Stoffe teilweise nicht so cool werden durch ein paar Vorgaben, andere Stoffe aber auch einfach gut funktionieren und dass selbst bei Formaten wie Alarm für Cobra 11, wo man das nicht vermutet, wahnsinnig viel Liebe und Arbeit in dieser Stoffentwicklung steckt. Es ist ja auch eine Kunst, für ein Format zu schreiben. Und absolut. So komisch man das auch finden mag, das Format, aber es ist eine Kunst, dafür zu schreiben, dass das immer wieder passt und einfach irgendwie 30 verschiedene Autoren für das gleiche Produkt irgendwie schreiben. Ja, ist ein Handwerk am Ende, ne? Genau. Also Autoren sind auch Handwerker, ja. Und da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, dass ich so gemerkt habe, ach, eigentlich hast du Bock, das auch zu schreiben. Wenn die jetzt so die ganzen Geschichten machen, mach das doch mal auch. Und da habe ich eine erste Adaption für ein Hörspiel gemacht. Mhm. Und dann habe ich erst gedacht, man könnte ja auch mal ein Drehbuch machen, weil das dem Hörspiel halt einfach am nächsten kommt. Und du warst eigentlich Hörspielfan sozusagen. Genau, ja, ich habe Hörspiele schon immer gehört und irgendwie wollte ich auch darin mal weiterarbeiten, aber es ist halt, mal ganz ehrlich, ist ja auch ein bisschen unrealistisch, darin zu arbeiten, weil es gibt keine Ausbildung dafür. Ja. Es gibt wenige Produktionsfirmen im Endeffekt, die sowas machen. Mhm. Ich habe das irgendwie dann versucht, da habe ich gerade ein Drehbuch und wenn du mal ein Drehbuch hast, kannst du vielleicht mal ein Hörspiel machen und so. Ja, so bin ich dann dazu gekommen. Ah ja, ach, ist witzig. Ja, es ist echt so, ein Hörbuch wird sehr, oder Hörspiel wird sehr stiefmütterlich behandelt an den Schulen. Also bei uns war das so. Obwohl man bei euch wenigstens mit dem Hörspiel abschließen kann.
Kann man? Ja. Ah ja. Also wir hatten auch Unterricht im Hörspiel, aber es war halt sehr wenig. Wir hatten nicht viel. Ja. Und dabei ist es so ein tolles Berufsfeld, also gerade in Deutschland, weil ich glaube, außerhalb von Deutschland, also ich glaube, Deutschland ist so mit Hörspielen so am... Ja, ja, das ist halt so geschichtliche Gründe, dass das wegen Krieg und so und Theater waren zerstört und Kinos und hat im Radio ganz viel Hörspiel auch, also Kultur über den Rundfunk verbreitet. Und der Ria ist wahrscheinlich auch, ne? Ja, genau, ja. Auch. Und es ist halt schon ganz abgefahren, dass es diese Tradition gibt und ich finde diese Form einfach so spannend zu erzählen. Das ist großartig, ja, das ist eine ganz tolle... mit dem Radio gemeinsam so einer Geschichte lauschen, ja. Ja. Ich finde das großartig, ja. Wie war denn das dann für dich? Jetzt kommen wir doch direkt mal zu Tinnitus. Wie war denn das dann für dich, vorher Drehbücher zu schreiben, visuell zu denken, auch schon Regie geführt zu haben, selber zu Schauspielern und jetzt dieses Medium eigentlich dann neu zu beginnen, oder? Du hast noch nie ein Hörspiel vorher gemacht gehabt. Also nicht als Regisseur, nee. Okay, aber nee. Geschrieben hast du schon. Wir haben in einer Ausbildung in Potsdam haben wir auch ein Hörspiel gemacht, ein kurzes Hörspiel, okay. Regie geführt und geschrieben, aber natürlich nicht in der Komplexität. Und ja. Ich kannte Hörspiel als Sprecher, Schauspieler und es ist was anderes, weil du als Autor ja, du musst einfach anders denken, ne? Wie kriegst du Aktionen in die gut umgesetzt und dass es künstlich klingt oder erklärend? Und ich glaube, es hat voll geholfen, dass ihr mir vorgeschlagen habt, dass es ein On-Location-Hörspiel wird, weil ich da ganz anders mit den Schauspielern arbeiten konnte. Die hatten ein Gegenüber, wir hatten die Geräusche da, wir haben sofort gemerkt, wenn Dinge nicht funktioniert hätten. Mhm. Ja, ja. Und man sagt, okay, wir spielen das jetzt so, aber das klingt eigentlich total scheiße am Ende und unglaubwürdig. Ja. Und das hast du beim Live-Hörspiel oder beim On-Location-Hörspiel sofort checken können. Ne? Ja, klar. Und das hat mir, glaube ich, geholfen. Cool, also weil es im Endeffekt ja auch dem Filmding etwas näher kommt. Genau, genau. Man muss jetzt sagen, ich habe von der Produktion wirklich so gut wie nichts mitbekommen. Ich war ja einfach im Urlaub. Deswegen, ja. ich habe ein ernstes Interesse daran. Das finde ich finde es nämlich krass. Bei dir passiert ja, ich habe das Hörspiel ja schon angehört, es passiert ja ganz viel. Wir wollen ja auch gar nicht so viel spoilern, aber nochmal die Frage, wie bist du auf so ein Thema gekommen? Ich kann dir die Geschichte erzählen, wie es zu der Geschichte kam. Von mir aus sehr gerne. Und zwar im zweiten Semester an der Uni haben wir mit den Schauspielern, die an der Uni studiert haben, eine Fahrt gemacht aufs Land mit unseren Professoren und bei 4 Tagen mit viel Alkohol und Lagerfeuer haben wir uns kennengelernt und wir sollten für die Schauspieler Geschichten schreiben, die deren Abschlussrollen werden. Mhm. Ja. Und es gab eine Schauspielerin und ein Paar, die haben gesagt, was sie mal spielen wollten, also ganz grob, was die Dramatik der Figur war. Und da ist mir irgendwie eingefallen, das war so ein ganz sanfter Typ. Ja. Und eine etwas, eine sehr selbstbewusste junge Frau, ja. Kollegin. Und ich fand es total spannend, für die beiden so eine Figur zu entwerfen. Also jemanden, dem man das nicht zutrauen würde, dem eine Vergewaltigung sozusagen als Tat zu geben. Mhm. Und einer selbstbewussten Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht, eine Figur zu geben, die ein furchtbares Trauma erlebt, weil sie vergewaltigt wird. Ja. Und fand das spannend, was passiert mit diesen beiden Figuren, wenn die aufeinandertreffen nach der Tat. Mhm. Und das hatte ich gepitcht vor der Gruppe. Und dann haben alle gesagt, oh, das ist viel zu krass für einen Unifilm, kann man nicht machen. Und das war echt nur eine Seite. Okay. Und diese Geschichte ließ mich nicht los, weil ich dachte, das ist irgendwie eine spannende Geschichte. Und als ihr dann auf mich zukam, irgendwann, ich soll doch mal was einreichen, als Pitch, da war ich dann ganz überrascht, als es hieß. Das wieder hoch. Ja, cool. Ich finde das auch eine zumindest ungewöhnliche Herangehensweise an die Geschichte oder an das, dass man eigentlich sehr viel Zeit nach dieser Sache verbringt und nicht, dass irgendwie das Ende von etwas hat oder so, was ja oft auch passiert in Geschichten, dass das so ein dritter Aktbums ist und man ist dann relativ schnell wieder raus, sondern es ist so, kommt am Anfang halt und jetzt deal with it. Ja, ja. So. Ja, genau, das, was du sagst, dieses deal with it, das fand ich total interessant, weil es gibt
also es, ich meine, gerade wenn man presslich ist, jetzt gerade mit der ganzen MeToo-Debatte, man hört immer von Missbräuchen und ja. Vergewaltigungen, die stattfinden. Und denkt sich, scheiße, die Opfer, die Täter ab ins Gefängnis. Aber was mit den Menschen danach passiert, da wird eigentlich so wenig drüber geredet, wie das Opfer sein ganzes Leben lang oder diese Erfahrung leidet. Ich habe auch mit Freunden und Bekannten gesprochen, die ähnliche Dinge erlebt haben. Und es begleitet dich einfach dein ganzes Leben lang. Du wirst es nicht los. Aber nicht nur als Opfer, sondern auch als Täter. Ja. Und das mag jetzt irgendwie komisch klingen, weil klar, der Täter hat das irgendwie geplant und gemacht und ist schuldig. Er soll mit seiner Tat leben und daraus ja im besten Falle vielleicht in vielen, vielen Jahren lernen können. Und trotzdem muss dieser Mensch ja auch mit einer Schuld leben. Ist ja trotzdem noch ein Mensch und kein Monster. Ich glaube, man neigt schnell dazu, jemanden, der Vergewaltiger ist, schnell man entfremdet die Person dahinter, indem man die Tat sozusagen raufstellen wird auf die Person und sagt, das ist der Vergewaltiger and that's it. Ja. So. Es ist ja wie mit irgendwie allen Taten oder Strafen erstmal dieses seltsame, da wird ein Mensch verurteilt, vor dem Recht hat er das abgesessen, gesellschaftlich sitzt man sowas irgendwie nie ab. Total, ja. Und das ist dann so schwierig. Du hast vielleicht doch auch Die Jagd gesehen. Ja. Das ist ja genau das Gleiche, wo dieser Kindergärtner ist. Ja, ne? Genau. Das Kindergärtner ist, und das Mädchen, eins seiner Kinder, sagt ja dann, er hätte sie komisch angefasst und so. Und dann kommt das Gerücht auf und man weiß es im Film nicht so richtig, aber die Vermutung ist schon sehr nah, dass er das nicht gemacht hat. Er hat es schon nicht gemacht. Ja. Und wir erleben einfach die ganze Zeit, wie die ganze Gesellschaft sich so gegen ihn dreht. Und das... Das ist total abgefahren. Also ist das gleiche Prinzip eigentlich auch bei der Vergewaltigung, wie es in dem Hörspiel ist. Total. Bloß mit dem Unterschied, dass der junge Mann tatsächlich ein Vergewaltiger ist, ne? Richtig. Aber du hast es sogar richtig angesprochen, weil wenn man sich einen Krimifilm anguckt im Fernsehen, also es gibt einfach viele Geschichten, in denen Mörder sogar Hauptfiguren sind. Das Parfüm ist ein gutes Beispiel. Ja, ja, ja. Es gibt aber, und ich meine, ein Mord ist nicht weniger schlimm als eine Vergewaltigung. Und trotzdem, gibt es einfach wenig Geschichten oder kaum Geschichten, die einen Vergewaltiger als Figur erzählen. Ja, da hast du recht. Als agierenden Menschen, der denkt und fühlt. Ja. Auch wenn er, was auch immer er gemacht hat oder sie, ist er trotzdem noch ein Mensch. Aber ist das, also hast du herausgefunden, woran das liegt? Ich glaube, dass das genau daran liegt, dass es eben zu wenig Dialog gibt über diese Thematik. Und auch jetzt im Zuge der MeToo-Debatte kommen wir, glaube ich, ganz schnell in so eine, wie sagt man, Kategorisierung oder so ein Labeln, also ganz schnell wird gelabelt und um aber zu verstehen, warum eine Tat begangen wird in der Gesellschaft, eine Straftat, glaube ich, muss man einfach kapieren, woher das kommt. Weil natürlich kein Mensch vergewaltigt aus Jux und Laune. Also, beziehungsweise, was hat dieser Mensch für eine Geschichte erlebt und wurde ihm angetan, dass er anderen Menschen das antut? Ja. Und ich glaube, da fängt es an, wenn man sich mit der Thema, also wenn man das wir müssen einfach tiefer in die Gesellschaft gucken, warum gibt es denn so viele Übergriffe, warum gibt es Vergewaltigung, was können wir denn in der Gesellschaft ändern, damit das nicht passiert. Man muss ein bisschen mehr darüber reden, damit es auf dem Schirm bleibt und es ist, das finde ich krass, das ist ein ähnliches Thema, was mir so von tabumäßig untergekommen ist, sind Fehlgeburten. Mhm. Was ich überhaupt nicht wusste, dass wahnsinnig viele Frauen auch Fehlgeburten haben und viele Frauen damit sich ganz alleine fühlen am Anfang, bis sie dann mal sich etwas umhören und merken, nee, das ist zwar nicht die Regel, aber es ist überhaupt nicht selten. Und da gibt es aber gar kein öffentliches Bewusstsein dafür. Und irgendwie gibt es dann immer einen Hauch von dreckig oder komisch. Man will es nicht anfassen, das Thema. Das ist ganz seltsam. Ja. Aber ich finde das bei dir, das finde ich interessant, wie du das gelöst hast, dass wir der Figur ja etwas folgen können. Weil du vorhin meintest, die Täter haben das ja vielleicht geplant und so. Er hat es ja nicht geplant. Genau. So, es ist ja eine Art Übersprungshandlung, was die Tat nicht schöner macht. Genau. Und das finde ich aber das Interessante, man macht halt im Leben nicht alles wirklich geil und einige ungeile Entscheidungen haben dann noch viel schlimmere Auswirkungen für eine andere Person. Aber wie gesagt, ich finde es schön, dass sie dann damit leben müssen. Das ist eine gute Entscheidung gewesen, glaube ich. Ja. Wie hast du denn da recherchiert dazu? Das ist doch krass. Für mich war es ganz wichtig, eine Figur zu erzählen,
eine Figur zu erzählen, keinen Täter, sozusagen Vergewaltiger in der Kategorie, sondern eine Figur. Und diese Figur hat selber Gewalt in ihrer Kindheit erlebt, weil ich das plausibel fand und wichtig, dass man eine Geschichte gibt. Und sie hat die Tat begangen unter ganz starkem Drogeneinfluss, was nicht strafmindernd ist, aber nicht im ethischen Sinne, aber trotzdem einen Unterschied macht. Also weil es keine bewusste, sondern eine Übersprungstat war. Ja. Ich habe erstmal im Internet recherchiert, macht man ja heutzutage als erstes. Ja, klar. Und dann war ich beim Jugendamt im Wedding. Geil. Bei einer sehr netten Fachfrau dort, deren Name mir leider gerade entfallen ist. Wenn sie das hören sollte, dann vielen Dank nochmal. Und viele Grüße. Und viele Grüße. sie war total hilfreich und hat die Geschichte, weil ich war mir erst peinlich, diese Geschichte zu pitchen, weil ich halt, also weil ich dachte, ja, ich kam mir selber halt so komisch vor, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Ne? Also man hat das Gefühl, man fasst was Verbotenes an und traut sich gar nicht damit auseinanderzusetzen. Und sie war super nett und meinte, nein, das passiert ganz häufig. Also Vergewaltigungen passieren innerhalb der Familie, unter Freunden und innerhalb von Freundeskreisen und auch unter Jugendlichen ganz viel. Und sie hat mir ganz viel von Fällen erzählt, wie da umgegangen wird, wie das Strafmaß ist. Und das hat total geholfen. Und dann später bin ich noch zu einer Familienanwältin, um noch für einen anderen Stoff zu recherchieren. Und die hat mir auch netterweise total geholfen. Cool. Also eine rechtliche Übersicht zu bekommen, ja. Ja, cool. Und hattest du auch die Möglichkeit, tatsächlich mal sowohl mit Opfer als auch mit Täter zu sprechen? Nein, nie. Habe ich bewusst nicht gemacht. Okay. Mhm. Ich hätte tatsächlich sogar die Möglichkeit gehabt. Und ich habe es nicht gemacht, weil ich dachte, okay, wenn du diese Geschichte erzählst, du darfst dir keine Statistiken im Internet durchlesen, das habe ich nicht gemacht. Ich habe versucht, mich so unwissenschaftlich wie möglich dem Thema zu nähern, sondern nur über zwei Figuren zu erzählen. Interessant. Und ich wollte keine Figuren aus der Realität nehmen, sondern ich wollte zwei ganz individuelle, fiktive Charaktere. Ja. Dann versuche ich das mal eine Spur noch abstrakter zu verstehen. Wie bist du dann vorgegangen? Du hast ein Thema, du hast zwei Figuren. Du weißt ungefähr, worauf es hinausläuft. Mhm. Es sind aber jetzt ungefähr noch Millionen Möglichkeiten, diese Geschichte zu erzählen. Total. Mhm. Da bin ich von außen reingegangen. Ich wusste, wo es spielen sollte. Es war für mich, war es eine graue Neubausiedlung in einer Großstadt, einer undefinierten. Mhm. Ich hatte so Orte wie, die Plattenhaussiedlungen in Berlin-Marzahn im Sinn. Und als Kontrast dazu kommt unsere Hauptfigur aber vom Land, also vom Dorf. Ja. Und kommt dann in diese graue, triste Stadt. Und irgendwie hatte ich das als Bild und dann sind mir langsam die Figuren entgegengestolpert. Mhm. Ja. Machst du über Dialog, lernst du die kennen? Oder wie? Ich habe tatsächlich ein bisschen Dialog geprobt, bevor ich dann geplottet habe. Aber es ging relativ schnell. Ich kann es gar nicht genau sagen. Wie waren diese beiden Figuren schnell da? Aber auch alleine das, ich frage so, weil ich arbeite, glaube ich, anders, aber auch weil ich mit Plotten und so, ich komme damit weniger klar. Ja. Wie machst du das? Du hast dann echt schon das Bild, dann kommt die Szene, dann kommt die Szene, oder wie geht das? Bei dem Thema ging es mir was total schwer. Also ich hatte so ein paar Wendepunkte im Kopf, die passieren mussten, aber ich habe mich schwer getan. Ich habe mich tatsächlich einem ganz schlimmen Trick bedient, und zwar, als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich mich durch Save the Cat arbeitet. Du kennst das. Ja, erzähl aber trotzdem. Es ist ein Buch für Drehbuchautoren, was eine Technik beschreibt, die in Hollywood angewendet wird, sozusagen verschiedene Steps, ne, der einer Geschichte sozusagen durchgearbeitet werden. Mhm. Und du kannst es gibt sogar online Webseiten, wo du die Seitenanzahl oder die Minutenanzahl deines Stücks oder Films einschreibst und der spuckt dir aus, auf welcher Seite welcher Wendepunkt kommen muss. Ja, okay. Es ist total verrückt. Aber es hat mir geholfen, zwischen den Punkten voranzugehen. Ja. Ich habe es am Ende alles umgeschmissen, aber es hat mir eigentlich geholfen, die Geschichte einmal runterzuschreiben. Das heißt, du hast am Anfang eine sehr chronologische Anfang, ist ja immer noch chronologisch, aber wahrscheinlich nicht so zerstückelt. Genau. Gehabt. Mhm. Genau, ich habe es gerade reduziert, ich habe auch Szenen getauscht komplett, aber das hat mir echt geholfen, tatsächlich. Krass. Das finde ich, weil ich habe oft, also zum Beispiel, ich komme mit Treatments und Exposés, mit diesen ganzen Vorstufen, komme ich weniger gut klar, wo man so Geschichten versucht, auf 10 Seiten Papier hinzuschreiben. Ich kann das meistens Leuten ganz gut erklären, das reicht dann so für
wenn man will, für ein Exposé, wo man irgendwie noch so halt reinschreibt, das ist meine Intention, was ich erzählen möchte, das sind so grob die Figuren, das ist grob der Ort, so, dass man die grobe Struktur gibt, mhm. das kriege ich schon hin. Aber dann fällt es mir einfach leichter, sofort das Drehbuch zu schreiben. Ja. Weil ich irgendwie, ich weiß, wo es hingeht, ich weiß, wo es ungefähr anfängt. Und ich weiß leider einfach nicht, was dazwischen genau passiert. Und das merke ich erst immer, wenn die Leute reden. Weil ich dann so merke, ah, die hat das gerade gesagt. Ja, wenn ihr das sagt, dann erleben wir das dann bestimmt später gleich nochmal aufschreiben. So, irgendwann kommt diese Szene. Und dann arbeite ich mich so durch und irgendwann merke ich, jetzt komme ich gerade nicht weiter und mache dann so dieses Inselhopping. Also ja. solange ich halt diese ganzen Inseln habe, wo ich noch so hin will, ja, ja. dann mache ich die Inseln halt größer und irgendwann verbinden sie sich schon. Genau, ja, aber das, ich glaube, das ist normal. Ich glaube, das, also das mache ich auch definitiv auch. Ja. Und ich habe, also ich glaube, dieses Studium hat mir einfach voll geholfen, was man manchmal hat, dass man eine Geschichte liegen lassen muss und ja. nicht vorankommt, das zu überspringen und knallhart zu sagen, okay, du bist in der Industrie und musst halt liefern. Und diese komischen, ja, das stimmt. Die eigentlich Drehbuchautoren hassen ja diese komischen Strukturformeln bei modernen Geschichten. Also ich auch eigentlich. Aber manchmal helfen sie einfach. Ja, natürlich. Ne? Also so. Es gibt Gründe, weswegen irgendwelche Analysen sagen, wann sich lohnt, einen Plotpunkt einzubauen und wann nicht, weil sich das irgendwie auch gut anfühlt. Aber ehrlich gesagt ist das Geile doch, dass wir so viele Sachen ja geguckt haben und gehört haben, dass wir intuitiv schon ganz viele von diesen Sachen irgendwie drin haben. Dass wir dann irgendwie wissen, ah ja, irgendwie, es ist doch gerade langsam. Es muss gerade irgendwie schneller kommen. Dann guckt man irgendwie die Seitenzahl. Ja, du bist gerade sehr mittig, ne? Du müsstest eventuell mal zu Potte kommen und so. Und das natürlich ist das so. Das Geile ist ja, also ich glaube, es gibt keine andere Kunst auf der Welt, die so gut kritisiert werden kann vom Publikum, weil wir alle gucken Serien, Filme. Also jeder Durchschnittszuschauer ist hat die Erzähltechnik so verinnerlicht, den Dreiakter mit Midpoint. Du musst einfach, der Zuschauer sieht so oder hört oder sieht sofort Fehler. Weil jeder halt Geschichten hört oder sieht oder liest. Ja. Und die sind immer gleich. Also es ist immer eine Symmetrie in der Geschichte. Und wenn die nicht da ist. Das stimmt. Ich habe auch, das fand ich auch interessant, weil ich darüber nie nachgedacht habe, dass, also im Endeffekt braucht das ja jede Industrie von sich und das ist auch, vielleicht auch zu Recht, aber bei den Drehbüchlern, Buchlern ist das ja schon so, dass die, wenn es das Drehbuch nicht gibt, gibt es das Ganze danach nicht. Mhm. Also ohne Text haben ganz viele Leute keine Arbeit. Mhm. Und solange das alles noch so ein Gedankending ist, ist man noch so selbst der Herr davon. Und sobald das Zeug auf Papier kommt, fühlen sich auf jeden Fall ganz viele Menschen berechtigt und bemächtigt, auch Ahnung davon zu haben, eben weil man es doch auch geguckt hat und auch ein Gefühl dafür hat. Und ich habe das, zumindest auch aus Erfahrungen so an der Uni und so, ist das dieses seltsame, jetzt ist es auf Papier und jetzt ist es so angreifbar und jetzt machen ganz viele Leute mit und versuchen da was mit beizusteuern. Ist dir das schon so passiert bei Sachen oder hattest du so ein bisschen Narrenfreiheit? Ich glaube, ich bin dem relativ gut entkommen. Ja, cool. Ja, aber du hast total recht. Also es ist mir natürlich auch begegnet und es ist auch so. Also gerade in der Arbeitswelt, du hast halt Redakteure, du hast Produzenten und es sind auch oft Leute mit guten dramaturgischen Kenntnissen. Na klar. Total. Natürlich. Aber oft auch nicht. Oft sind es auch einfach Leute, die wirklich keine Ahnung davon haben. Ja, und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass dieses Gefühl, wenn man jemandem Geld geben muss für das Ganze, dass man irgendwie das Gefühl hat, man müsse doch noch selber was auch dazu beisteuern. Und dann sagt man halt was und dann ist es vielleicht nicht so sinnvoll. Ja, krass. Oh. Wie hast du das auch so erlebt? Also nee, ich habe ja gar nicht so viel gefilmt. Ich habe, also wurde ein Kurzfilm von mir verfilmt, wo der Regisseur ganz viel übernommen hat danach. Also beziehungsweise sehr viel verändert hat, was ich ganz schwierig fand, weil natürlich man schreibt ja eine Sache mit einer gewissen Logik dahinter oder mit einem gewissen Gefühl und man hofft es so zu schreiben, dass das jemand dann liest und versteht und natürlich interpretiert. Das ist ja immer der nette Prozess von ich gebe was ab und dann wird es irgendwie noch anders, als man denkt, aber schön. Und da war es ein bisschen so, dass ich irgendwie gedacht habe, ja, die Grundgeschichte ist schon noch da, aber es ist halt schon sehr viel anders. Aber es war halt ein Studentenfilm und dafür macht man das ja, um zu lernen, wie man zusammengeht. Und da habe ich einfach so gemerkt, ah, das ist interessant, dass wenn jemand praktisch noch sehr unschlüssig ist, wie die Geschichte werden soll, wahnsinnig viel noch verändert hinten raus. Und wenn Leute schon eine stärkere Vision haben, das anscheinend noch stärker drauf hinläuft, weißt du? Ich hatte ein bisschen stärkere Vision, deswegen hatte ich auch nach der dritten Fassung das Gefühl, das da ist gerade ziemlich gut, was wir haben. Wir sind, glaube ich, noch eine Fassung und dann sind wir eigentlich da. Und er hat dann halt noch 8 Fassungen danach geschrieben. Na krass. Also, und es ist dann halt, das kann man machen.
Aber ja. Ich finde das, glaube ich, nicht so sinnvoll. Man kann schnell verschlimmbessern, ja. Ja, total. Ich glaube, auch in der Regie ist man, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man Regisseuren beibringen muss in der Filmhochschule oder in der Theaterschule, Texte erstmal richtig zu lesen, und sich in Kommunikation zu treten mit dem Autor. Natürlich hat sich da jemand was gedacht, deswegen ist es ein eigener Beruf. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das beim Film ist, es noch häufiger, als wir das hier beim Hörspiel haben, dass doch der Text nochmal ganz schön viel verändert wird, oder? Wenn du dann so filmst und so, es kommt dann immer noch so eine grüne Seite, eine gelbe Seite und irgendwas rein, irgendwelche Änderungen, die nochmal gemacht werden. Klar, du triffst halt auf die Realität. Also beim Film hat sich das halt eine Regiefassung. Das können aber auch mehrere Regiefassungen sein. Und das ist nicht, dass der Regisseur dann einfach daraus nochmal seinen eigenen Text machen will, sondern einfach, dass der die mit den realen Begebenheiten umgeht. Mhm. Also, und seien es sowas wie einfache Dinge, wie der Hauptdarsteller ist halt nicht wie im Buch beschrieben blond, sondern halt dunkelhaarig. Ja. So Kleinigkeiten oder Locations, man muss manchmal die Geschichte ein bisschen anpassen. Aber das heißt, du hast doch auch schon mal Regie geführt, wo der Text nicht deine war, oder? Ja, ja, genau, in der Filmschule. Ich habe tatsächlich, glaube ich, sogar mehr da Regie gemacht als Drehbuch. Das wolltest du ja auch machen. Meine Profs waren echt cool und meinten, haben mir immer so Möglichkeiten gegeben, mich da auszuprobieren. Das war total gut. Ich habe auch als Abschlussarbeit einen Dokumentarfilm gedreht. Ja. Und das war total cool. Und ja, ich bin irgendwie komischerweise, glaube ich, weil ich Drehbuch studiert habe, nicht so vorgegangen, dass ich ein Drehbuch genommen habe und es komplett umgeschrieben habe, sondern ich bin mit den Autoren zusammen in die Arbeit gegangen, als noch relativ froh war. Ja, das glaube ich auch gut. Ja. Ja, ja, schön. Ja, da gibt es ja wirklich Beispiele, die sehr gut funktionieren, und es gibt auch immer wieder Geschichten zu hören, wie das ja immer ist, dass Sachen dann nicht gut funktioniert haben, weil alle Leute sich missverstanden fühlen und so, das ist dann irgendwie auch Quatsch. Und das Tolle ist ja, also, du kennst es wahrscheinlich auch, wenn du eine Geschichte geschrieben hast, die gut funktioniert, es spielt sich von selber, es führt sich Regie von selber. Also als Schauspieler merke ich es am meisten, ich habe im Begeben als erstes, wenn ich ein Drehbuch bekomme, mit einem Bleistift durch einen Text. Ja. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, wird es gestrichen oder es wird bemängelt, weil man sofort spürt, ob das in der Figurenlogik ist, wenn du in deiner Figur liest. Und eine gute Geschichte spielt sich weg. Ich muss keinen Text lernen, weil ich lese ihn einmal und der ist drin. Ja, geil. Also das gibt's wirklich. So. Du kannst es daran messen. Hast du das dann auch bei deinem Text so gehabt, dass du den auch selber, hast du den laut gelesen und gesprochen für Tinnitus? Nee, habe ich nicht. Habe ich gar nicht, nee. Ich glaube, ich habe noch nie selber meine eigenen Dialoge gelesen. Höchstens, um die vorzustoppen, wie lange die sind. Ja, okay. Das habe ich nicht, nee. Ich mache das auch nicht oft, also so halblaut eher, so richtig laut. Ich muss es ja auch nicht performen irgendwie. Aber doch, es gibt manchmal so, wenn es so mein Abschlussbuch beschäftigt sich wie ungefähr alle meine Geschichten, was ich aber erst später mitgekriegt habe. Es gibt immer irgendwie ein Personendreieck. Ich habe immer Dreiecke, die ich erzähle, warum auch immer. Und ich habe meinen Faden verloren. Scheißegal. Dein Abschlussbuch, Dreieck. Ist egal, es geht ja nicht um mich, es geht ja um dich. Ich wollte es wissen, ich will es jetzt wissen. Ich komme gleich später nochmal drauf. Dialoge laut vorlesen. Doch, da gab es eine Stelle, wo es ist irgendwie eine skurrile Situation, wo ein Mensch nass an der Haustür eines Fremden klopft, im Endeffekt, den er über so eine schwule Dating-App da getroffen hat, und geht dann da rein und braucht eigentlich neue Klamotten und muss da duschen und so. Und dann kommt es auch zu so einer seltsamen, fast Vergewaltigungsszene, weil der eine denkt, der will jetzt mit dem schlafen und der andere braucht da eigentlich nur Obhut. Und es kommt zu so einer komischen Situation, wo ich dann auch währenddessen, ich das geschrieben habe, irgendwie laut gelacht habe, weil ich dachte, wie absurd ist das? Ich musste das einmal lesen, ob es überhaupt funktioniert, so ein Gefühl dafür zu kriegen. Aber hast du es laut vorgelesen? In dir? Das habe ich dann einmal laut vorgelesen. Weil das finde ich, also ich habe, glaube ich, also dass man sich das durchliest, na klar, man liest ja immer wieder, aber dass man die Figuren selber mal spricht, finde ich eine voll die gute Übung eigentlich. Ich brauche das manchmal, weil ich kaufe vielen Dialogen im Film, ich kaufe den Dialog halt nicht ab. Ja. Ich kaufe nicht ab, dass das so gesagt wird, und ich möchte sehr gern, ich meine, hier beim Hörspiel probieren wir auch irgendwie eine natürliche Rede irgendwie zu verwenden, aber es ist halt eine Romanadaption, sprich, wir müssen uns leider auch, also was heißt leider, das ist auch gut geschrieben, aber da richtet man sich ja an das, was der Autor oder die Autorin vorgibt. Wenn ich das selber schreibe, habe ich irgendwie das Gefühl, ich würde gern, dass die Leute das lesen und das voll natürlich rüberkommt. Mhm. Das ist ja irgendwie immer das Ziel, und mir fällt es leichter, wenn man das einmal redet und spricht und auf einmal merkt, ne, das ist doch sehr hölzern, oder sagt, ne, doch, das funktioniert schon irgendwie. Ja. Aber dann das Nächste. Dann hast du hast es geschrieben, hast du schon Leute im Kopf gehabt, die das machen beim Schreiben?
Ja, ich hatte Leute im Kopf, dann aber auch manchmal absurde Ideen, die, wo man weiß, das wird nicht klappen. Ja. Aber man hat immer so Figuren oder so kreierte Persönlichkeiten im Kopf. Ja. Jonathan Berlin habe ich dann, ich glaube, ja, so ein, zwei Monate, bevor wir aufgenommen haben, haben wir uns wieder getroffen. Wir kannten uns so von dem Film und vom sich so sehen und haben uns getroffen, um Bier zu trinken, zu gehen bei einer Veranstaltung. Okay. Und dann ist mir seine Stimme aufgefallen und dachte, der würde eigentlich prima passen. Das ist so krass, oder wenn das auf einmal so aufflasht, man denkt, ja. Danach habe ich gesucht. Ja, total. Ja, weil er eine ganz sanfte Stimme hat. Und wiederum die Elisa Schlott, die das Mädchen spielt, hat eine weibliche Stimme, aber die hat eine Stärke in der Stimme, eine sehr Selbstbewusstheit, die ich wollte, damit die Rolle nicht von vornherein eine Opferrolle da wird oder im Spiel auch nach Opfer klingt. Das hat sie super gemacht, beide. Ich biege jetzt mal ab, woanders hin, weil ich noch ein paar Sachen im Kopf habe. Mich interessiert tatsächlich bei dir, was dich so viel an diesem Studieren noch interessiert, wenn du eigentlich schon irgendwie in einer Spur bist, wo du erfolgreich unterwegs bist, irgendwie Preise bekommst, nominiert wurdest und das da funktioniert und du irgendwie immer konsequent sagst, naja, aber ich studiere jetzt noch das und nach dem Studium studiere ich vielleicht noch das und nochmal woanders und wahrscheinlich suchst du ja nicht nur in Deutschland, sondern wenn du sagst, du reist gern, suchst du wahrscheinlich auch international nach diesem Spaß und warum? Also was ist, nicht, dass es was Schlimmes ist, es ist ja so eine geile Neugier, die da drinsteckt, aber ich bin da so gespannt darauf, warum das, oder wo dann der Antrieb ist. Ich weiß, ich glaube, ich mag es total, ich finde Menschen, ich habe eine große Liebe zu Menschen und zu Ländern und Kulturen und ich mag es einfach immer wieder neue Dinge zu lernen. Und klar, also es war so, dass beim Schauspiel, und das ist eine Sache, die ich ein bisschen bereue, dass ich nie diesen geschützten Raum hatte. Sondern, also als ich mit dem Film angefangen habe, am Anfang bist du ein Jugend- oder Kinderdarsteller und irgendwann wird von dir aber genau das Gleiche verlangt wie von deinen Kollegen mit 30 Jahren mehr Erfahrung. Und anfangs haben die Leute Nachsicht, irgendwann aber nicht mehr. Und ich hatte dann so einen kleinen inneren Regisseur, der mir geholfen hat, über Situationen wegzukommen, wo mir der wirkliche Regisseur halt nicht weiterhelfen konnte. Und mir fehlte aber dieser geschützte Raum. Und den wollte ich haben und deshalb wollte ich nochmal an die Filmhochschule. Ich wollte das studieren und ich habe auch wahnsinnig viel gelernt und ich will auch weiter studieren. Ja. Aber trotzdem weiter filmen. Ich will weiter arbeiten. Ja. Ich bin kein Theoretiker, ich mag es immer gerne, Sachen anzupacken und zu machen und deswegen muss ich auch immer arbeiten. Aber das heißt, du würdest eventuell auch noch mit 40 einfach nochmal was studieren, wenn du siehst, eigentlich gefällt mir die Ecke, ich muss da auf jeden Fall nochmal rein. Ja, ja, also definitiv, es steht jetzt schon an, ich will auf jeden Fall Richtung Ethnologie oder Anthropologie nochmal ein Studium machen. Ich weiß nicht, wann ich das mache, aber ich will es unbedingt machen aus Interesse. Aber hier in Berlin oder gibt es tatsächlich irgendwie Ambitionen, das auch irgendwo außerhalb von nochmal von Deutschland zu sein? Und ich finde, Berlin ist eine gute Basis und da, ich meine, gerade mit sowas wie Ethnologie kannst du halt auch mega für Feldforschung betreiben. Ja. Oder auch in meinem Bereich, in dem ich arbeite, auch Forschung betreiben und oder Fernstudium. Ja, ich muss, wenn ich jetzt auf mein iPad gucke, es gibt so ein paar Sachen. Ein Stichwort ist Lachanfall beim Sex mit Jasni Bauer. Genau. Ja, super Stichpunkt. Woher wusstest du das? Weißt du, ich lese immer einfach so quer, was ich so finde im Internet und schreibe halt immer so Stichpunkte raus. Habe ich jemals jemandem davon erzählt? Das ist, anscheinend muss das so sein. Ja, Jasna Fritzi Bauer. Ich habe mit Jasna, sie hat eine Hauptrolle im Film gehabt, Scherbenpark von Bettina Blümner, die Spiel- und Dokumentarfilme gemacht hat und davor großen Erfolg hatte mit Prinzessinnenbad. Und wir haben einen Film gemacht, Scherbenpark von Alina Bonski in der Autorin, die einen starken Roman hingelegt hat. Und ich durfte auch eine Rolle spielen, und zwar einen Jungen aus dem Vorort, der dann anbändelt mit dieser sehr starken Hauptfigur,
die Jasna gespielt hat. Und ich spiele so einen pubertierenden Jugendlichen, 17, 18, der es schafft, Jasna in sein Baumhaus zu locken, mit dem Ziel, seine Jungfräulichkeit an ihr zu verlieren. Aber das passiert, das klingt jetzt so hart, aber es ist so geplant. Aber es war ein sehr naiver Vorgang eigentlich, weil dieser Junge einfach das Mädchen mochte. Und das war eine coole Figur, weil der, ich glaube, ich habe mit dem nur meine Neugierde geteilt, mit dieser Figur. Mhm. Ansonsten habe ich versucht, so einen komischen, optimistischen Charakter hinzubauen, der eigentlich immer gute Laune hat. Was dir wahrscheinlich sehr, also auch, oder? Das dir wahrscheinlich auch entspricht mehr, oder? Ja, irgendwie, ja, ich hab auch echt gerne mal schlechte Laune, aber es gibt ja so überpositive Menschen, und so eine wollte ich da darstellen. Und dann hatten wir jedenfalls diese Sexszene in diesem Baumhaus. Und Jasna kann in ihrer Rolle, aber auch von ihrem privaten Typ sein, auch manchmal einfach mit trockenem Humor rangehen. Und wir hatten diese Nacktszene. Und ich hatte einfach, es war nicht meine erste Nacktszene, wohlgemerkt, aber ich hatte einfach einen übelsten Lachanfall. Und irgendwann musste der Dreh abgebrochen werden, weil ich einfach nicht aufhören konnte. Geil. Ich weiß nicht, wie sie daraus eine Szene geschnitten haben, aber sie haben es hingekriegt. Ach wirklich? Danach habt ihr auch das nicht nochmal gedreht? Wir haben nicht mehr, nein, wir haben ja stundenlang gedreht, weil ich immer wieder loslachen musste. Geil. Ja. Das ist, oh, ich liebe Lachfleisch. So einer der härtesten, die ich mal hatte in meinem Leben, ja. Wir hatten vor, jetzt am Montag haben wir die, also letzten Montag haben wir unsere Einjahresfolge hier aufgenommen für den Hörgestalten-Podcast. Yeah. Und Elias und ich haben so die ganzen Reste getrunken, die wir noch vor den Leuten, die wir das über haben. Und ab der Mitte kriegt er einfach einen ganz heftigen Lachflash, weil ich einfach, und so, wir hatten so Tröten rumliegen und so. Und wir hatten zum x-ten Mal rumgetrötet, um uns zu befeiern. Und auf einmal hat er einfach so einen Lachflash bekommen. Und ich dachte auch die ganze Zeit, ich hab mich gut gehalten und irgendwann kriegt es mich halt trotzdem. Also das, ich liebe das einfach. Lachflash sind sehr reinigend. Total. Wie ist denn das mit, ich habe es mir nur aufgeschrieben, ich muss das jetzt loswerden. Ja, deswegen hab ich, wie gehst du mit Ideen um? Bist du sehr offen oder kannst du erst Sachen rausgeben, wenn sie eine stärkere Form haben? Oh, kommt drauf an, mit wem ich rede. Also ich glaube, generell warte ich eher, bis ich Sachen rausgebe. Ja, okay. Genau. Also, aber wenn Leuten vom Fach oder wo ich dich gut kenne, die mich gut kennen, pitche ich auch gerne mal so kleine Gedankengänge. Cool. Einfach. Ja. Ja. Ich rede, glaube ich, ganz viel mit Leuten. Ich bin gar nicht so protektiv wie das. Sofort, wenn du einen Gedanken hast, versuchst du ihn zu reflektieren. Naja, also eben, weil ich oft gar nicht so eine komplette Geschichte habe, sondern irgendwie erst dann schaue, wie viele meiner Ideen lassen sich denn kombinieren zu einer Geschichte. Mhm. Also diese Figur und vielleicht diese und irgendwie eine Situation und was passiert, wenn die zusammentreffen. Mhm. Und dann habe ich halt, ja, rede ich mit meinen Freunden eigentlich ganz viel. Ich so, warte mal, ich versuche dir mal was zu erzählen, das und das. Und ich habe dann das Glück, dass die oft Bock haben und dann einfach mitspinnen und irgendwie sowas, interessant, da habe ich sofort eine Idee oder habe ich mal was gelesen von, ne? Und dann mache ich mir Notizen und bin dann ganz happy, weil ich das dann mitnehmen kann, um daran weiterzudenken. Mhm. Und so. Ich bin dann nicht so beschützend, weil ich auch nicht daran glaube, dass, also meine Freunde glauben das ja jetzt eh nicht, aber ich bin ja auch nicht so tief in der Industrie drin, dass ich sagen würde, weißt du, ich biete das jetzt allen Leuten an und reißen sich da drum und so. Ja. Ja. Okay. Und wie sieht's aus mit Perfektionismus? Bist du perfektionistisch bei deinen Sachen? Das ist eine gute Frage. Ich habe das Gefühl, dass in der Gesellschaft immer erwartet wird, dass ein guter Erzähler, ein guter Künstler ein Perfektionist sein muss, ein exzentrischer. Mhm. Und ich weiß immer nicht, ob das so stimmt. Ich gebe ungern halbfertige Sachen raus, definitiv. Ja. Und ich führe etwas ganz zu Ende, aber ich glaube, nichts ist perfekt. Und gerade bei Geschichten, also du kennst es bestimmt bei Drehbüchern, also ich weiß einfach, ein Drehbuch ist erst fertig, wenn es im Kino läuft. Ja, genau. Ja. Weil es wird ja immer noch an der Geschichte rumgeschraubt. Bis zur Farbkorrektur hin werden Stimmungen verändert. Ja, das ist ein Arbeitstext, anders als ein Roman. Mhm. Ja, ein Drehbuch ist ein Arbeitstext. Es kriegt niemand, wahrscheinlich niemand zu lesen, außer dem Team, das es verfilmt, und die vergessen es auch und schmeißen es weg danach. Ja. Es ist ein Arbeitsgegenstand. Ja. Und ich glaube, so muss man, so weit perfektionistisch muss man das sehen. Mhm. Ja, das, aber das ist ja fast nur eher ein Abschließen der ganzen Arbeit. Ja. Ich finde es auch, dass oft wohl verlangt wird oder gedacht wird, man muss perfektionistisch sein und ich glaube, es kann ein, zumindest in mir gibt es einen relativ gesunden Pragmatismus, der irgendwann einfach sagt,
das gibt's jetzt einfach so raus. Ab jetzt müssen andere Leute entscheiden, ob das gut ist. Ja. Und die müssen damit arbeiten. Und ich bin sehr gern bereit, Feedback entgegenzunehmen, weiterzudenken, dann wieder neue Sachen zu machen dafür. Aber es muss irgendwann so einen Punkt geben, wo ich dann meistens das Gefühl habe, es ist halt jetzt fertig, ich kann jetzt so raus. Mhm. Das hast du schon. Oder denkst du eigentlich, wenn du es hinterher schickst, vielleicht doch nochmal daran, nochmal daran? Nee, es gibt den Punkt, wo ich sage, jetzt, genau, wie du, es muss jetzt jemand gegenlesen, es muss jetzt jemand seinen Senf dazu geben und dann kann man nochmal in die Diskussion gehen. Aber dieser erste Arbeitsprozess des, ich schaffe jetzt erstmal etwas und das soll jetzt erstmal in die Welt, das gibt's. Ja, das, ich finde es auch echt wichtig. Also sonst verzettelt man sich doch so krass in diesen, weil, wie gesagt, wenn man erstmal die Geschichte schreibt, es sind einfach alle Möglichkeiten noch da. Das ist ja das Ätzende auch irgendwie. Und es muss halt irgendwann einfach mal raus. Ja. Ich habe ehrlich gesagt ganz viele von den Sachen für die DFB muss man jedes Jahr mit einem 90-Minüter abschließen. Und also mit einem 90-Minuten-Drehbuch komplett. Also du musst 93 Minuten schreiben? Mhm. Alter, steht wirklich? Ja. Unglaublich. Und zwischendurch habe ich dann nur ganz wenige kleinere Sachen gemacht. Also wir haben halt viel so Seminareinheiten, aber halt pro Jahr wird 91 Minuten geschrieben. Krass, wow. Und das ist halt so krass, vor allem wenn man irgendwie nebenbei arbeitet, wofür das Studium eigentlich nicht ausgerichtet ist, weil man relativ viel Präsenz hat. Da ist mir das durchaus passiert, dass ich nicht so viel Zeit hatte fürs Schreiben, wie man das hatte. Und ich liebe das total, in so ein Chaos zu stürzen, wenn man so merkt, man hat irgendwie nur noch 4 Wochen. Und dass ich dann so die Nächte einfach durcharbeite, wo ich dann sehr gern das Zeitgefühl verliere irgendwie. Und dann Leute einfach früh anrufen und man sagt, ich muss jetzt mal ins Bett gehen. Ich habe jetzt gerade geschrieben oder so. Bist du ein Nachtmensch oder ein Morgenmensch? Total. Ich arbeite auch gerne in der Nacht, ja. Ist irgendwie geil. Ich mag das, wenn man eigentlich weiß, dass gerade es passiert gerade nichts. Ja, wenn die Welt stillsteht. Aber ja, dann kennst du das wahrscheinlich auch, dass ich mag das total zwischen Weihnachten und Neujahr. Oder an Weihnachten oder an so Tagen, mich kreativ irgendwie auszuleben, weil man hat das Gefühl, man passt nichts. Man hat kein gutes Wetter, was man irgendwie nutzen muss. Man kann einfach sich mit seinen Geschichten auseinandersetzen. Wie ist denn das mit Träumen bei dir? Träumst du Sachen? Führst du so Traumtagebuch oder so ein Kram? Nee, sowas nicht. Aber ich träume. Doch, ich träume. Ja. Fließt das auch in deine Geschichten ein? Ja, ab und zu. Aber jetzt nicht, also eher so stimmungsmäßig, jetzt nicht konkret. Ja, das verstehe ich. Bei dir? Ja, auch. Also meine Träume sind echt sehr, ich habe manchmal sehr reale Träume und brauche danach kurz Momente, um ehrlich gesagt wieder zu checken. Also ich check schon, wo ich bin, aber die Stimmung ist noch echt da und ich fühle das so richtig mit und ich versuche eigentlich dann, mir die Situation aufzuschreiben, weil ich dachte, es hat mich so krass gekriegt, das muss doch eine tolle Situation sein und oft verstehe ich sie leider nicht mehr. Und kann es nur noch so theoretisch nachempfinden, was da so passiert ist. Aber hast du dir mal ein Diktiergerät auf deinen Nachttisch gelegt? Ja, aber ich meine, da liegt ja auch ein Handy rein, theoretisch kann ich ja auch da diktieren. Stimmt. Aber macht's dann nicht, ne? Irgendwie. Nee. Weil ich habe das auch immer mal vorgenommen, das zu machen. Ich glaube, so Musiker, die dann nachts irgendwie ihre Melodien da einpfeifen. Aber nee, habe ich auch noch nicht gemacht, ey. Ich finde Träume ist irgendwie was Krasses. Ich hatte auch schon mal dieses schreckliche Ebenenträume, wo man im Traum träumt, dass man träumt, dass man träumt. Ja. Und das ist total ätzend. Ich hatte mal 7 Ebenen und ich habe das war super unangenehm. Das sollte so ein erholsamer Mittagsschlaf werden. Und das war sogar schon in der Wohnung, wo du warst. Ja. Es war aber da noch eine WG. Und ich hatte das Bett so, dass ich zur Tür direkt zur Eingangstür gucken konnte, durch den Flur. Und da sollte meine WG-Mitbewohnerin sollte dann kommen, eine halbe Stunde später, und ich habe die Tür offen gelassen. Und dann habe ich halt, ich habe einfach gepennt. Und dann bin ich immer wieder aufgewacht im Traum und dachte, jetzt ist sie da und so. Und bin immer wieder aufgewacht, hatte immer wieder genau das. Dann war mal die Tür zu, dann war es immer wieder offen. Und ich habe irgendwann nicht mehr gewusst, was da gerade Phase ist, bis ich irgendwann tatsächlich aufgewacht bin, was dann 1,5 Stunden später war, weil sie nicht gekommen ist. Und es tat der ganze Körper einfach weh. Und dann wusste ich auch erst wirklich, dass ich wieder da war. Ach, krass. Ja, das war ganz unangenehm. Crazy. Ja, das ist ganz, das ist krass, wenn man manchmal so Träume mit dem verbindet, was um einen rum passiert, ne? Und das so überfließt, gruselig. Es ist, ja. Wie ist denn das mit Sachen wie Begebenheiten von Freunden nutzen, Namen von Freunden nutzen? Total, absolut. Also Namen finde ich, habe ich nicht nur Namen von Freunden, sondern auch Namen von Leuten, die man nicht leiden kann, für Antagonisten. Ich habe auch sehr viel, ich habe voll viel auch, man verarbeitet auch als Autor voll viel. Ja, na klar. Ja, und man lernt auch den
das, naja, das Nichtmögen von Menschen oder Charakteren in ihren eigenen Arten zu schätzen, weil man diese Leute ja auch braucht einfach. Ne? Ja. Nicht nur für die Geschichte, sondern auch fürs Leben. Nee, mache ich. Auch Begebenheiten total. Aber ich sag immer Bescheid. Also, ja, wirklich? Ja, ja, ich sag immer, ich habe deine Story verarbeitet. Ja, oder ich frag vorher, ja. Ja. Ich habe es immer versucht zu vermeiden. Mir ist aufgefallen, dass viele am Anfang des Studiums das ganz oft gemacht haben, eher so als Therapiezweck. Und ich habe irgendwie gedacht, nee, es fühlt sich so unkreativ an, bis ich dann irgendwann auch zu der Entscheidung kam, du musst irgendwie ein Zweitjahresbuch schreiben. Mach mal jetzt. Und wo ich dann irgendwie so, okay, scheiße, du musst jetzt irgendwas kommen, und da habe ich dann auch was aus meiner Familie genommen. Wo ich dann aber auch nur gemerkt habe, ich finde die Grundsituation spannend und entfremde das eh ganz viel und es hat jetzt nichts mehr damit zu tun, aber es gab so eine Grundidee, die da rauskommt. Aber ich glaube, ich wäre mit Namen. Also hast du irgendwie einen geilen Trick, wie man einen Namen, wie man gute Namen für seine Figuren hat? Nee. Es gibt so Namensgeneratoren. Ja, den benutze ich immer. Ja, aber ich auch. Ich musste aber immer 10-mal durchklicken, bis ich dann irgendwann, der könnte gehen und der könnte gehen. Ich finde, mit Namen kann man so viel falsch machen. Total. Ja, ja, auch vor allem, wenn man mal recherchiert, was Namen bedeuten oder herkommen. Ja. Da kann man echt ins Fettnäpfchen treten, ja. Nee, aber ich lasse mir auch Zeit mit Namen. Also, es dauert. Das finde ich immer das Faszinierende, wenn man so eine Schnellrunde hatte in der Uni und alle hatten irgendwie so einen Namen parat. Und ich war immer mit so, ist eine Frau und ein Mann. Und so, weißt du, ich war immer so mit Geschlechtern eher unterwegs. Und aber, dann magst du dir nicht einen Namen geben? Nee. Bin mir unsicher. Ja, ja. Nee, ja, gerade wenn man auch eine Verbindung zu dem Namen hat, ja, dass die Haltung der Figur ja irgendwie auch ändern kann. Ich schaue hier noch gerade durch, ob ich noch irgendwas auf meiner Liste habe. Ja, das finde ich mir auch noch interessant. Du guckst, wenn dein Film präsentiert wird und eine Premiere ist oder so, guckst du nicht auf den Film, sondern ins Publikum? Ja, ja, häufig. Und zwar das ist eine voll gute Idee. Es hat mich eine Regisseurin draufgebracht, der ich meine ersten Filme gemacht habe. Und sie meinte, ja, ich gucke immer ins Publikum, gucke, wie die Leute reagieren. Ich meinte, ja, ich auch, ich mache das total gern, ich finde das total spannend. Zum einen, weil man ja, also wenn ich spiele, ist mir total schwerfällt, viel mich selber anzugucken. Dann gucke ich halt weg und wo guckt man hin zu den anderen Leuten. Mhm. Aber gleichzeitig ist es auch toll zu sehen, was du machst, du siehst das ja in den Gesichtern der Menschen, was es bei denen auslösen kann. Und das ist eigentlich eine Frucht, die man sich aus einer Arbeit wünscht. Ja. Gibt es denn ein Projekt, was dich schon irgendwie länger begleitet, wo du sagst, ich will das unbedingt mal machen, aber du kommst nie dazu, oder es gibt irgendwas, gibt es da irgendwas? Ja, ich glaube, es gibt einige. Ich versuche seit mein Abschlussdrehbuch, mit dem ich abgeschlossen habe an der Hochschule, zu machen. Und es sind andere Projekte gekommen und andere Geschichten danach, die funktioniert haben. Ja. Und das irgendwie nicht. Und ich bin dran, ich komme immer ein Stückchen vorwärts, aber ich will das irgendwann machen. Ja. Kannst du erzählen, worum es da geht? Ja, es ist es geht nicht um Vergewaltigung, es geht um Inzest innerhalb der Familie. Zwischen zwei Geschwistern. Und da bin ich dran. Und ich habe schon echt eine lange Reise mit dieser Story, aber es wird nicht greifbarer. Okay. Mal gucken. Krass. Und dann, das ist eine Sache, die ich immer frage, weil ich sie schön finde. Wenn du morgen aufwachst und dein Konto hat 15 Nullen mehr da drauf, du hast einfach keine Geldsorgen mehr, was würdest du da machen? 15 Nullen. Ja, ist scheißegal. Das ist auf jeden Fall, man kann es nicht ausgeben. Ich würde, glaube ich, erstmal innerhalb der Familie teilen. Das wäre mir ein Bedürfnis, weil die mich mal sehr unterstützt haben. Ja. Und ganz ehrlich, ich würde erstmal 3 oder 4 richtig geile Projekte machen, die ich immer machen wollte. Würde die selber produzieren. Würde allen Leuten, die ich zusammengearbeitet habe, die mir toll gefallen haben, würde ich damit einspannen und gut bezahlen. Und von dem restlichen Geld würde ich, glaube ich, reisen. Geil. Das heißt schon, du würdest ein bisschen schon weitermachen, aber schon auch anderen Kram. Total. Ja, halt den Sachen, die man wirklich mag. Oder es gibt 100 pro, fallen mir 2, 3 Regisseure ein, die ein Buch irgendwo rumliegen haben, was sie nicht produziert bekommen. Ja.
und wo sie sich vorstellen könnten, ich könnte das spielen, ich würde das sofort finanzieren. Boah, das wäre doch so geil, oder? Man hätte so eine milliardenschwere Stiftung, wo man einfach, da können alle Leute hinkommen und einfach das Geld abgreifen, um ihre Projekte zu machen. Und die kannst du die geilsten Sachen raussuchen. Kannst du es einfach machen und dann hast du so eine skurrile Sammlung an irgendwelchen Geschichten. Das ist das Genialste, was du machen kannst. Also, ja, geil. Ja. Das finde ich super, das finde ich total schön. Max-Hegewald-Stiftung. Die Hegewald-Stiftung, ja. Für alleingelassene Drehbücher. Genau. Ja, cool. Apropos Hegewald, darf ich dich zu deinem Künstlernamen fragen? Weil du bist ja, das Hörspiel ist ja nicht von Max Hegewald. Nee, das Hörspiel ist von Max Benjo. Ja. Ich habe mir einen Künstlernamen zugelegt dieses Jahr und lange überlegt, welcher es werden soll, weil ich meine Schreib- und Regie-Sachen trennen wollte vom Schauspiel. Ja. Weil es einfach in den Köpfen der Medienschaffenden oft so ist, du wirst halt krass einkategorisiert in Deutschland. Mhm. Und wenn du zwei Sachen machst, wirst du oft schon nicht so ernst genommen, was Quatsch ist. Ja, ja, klar. Aber das ist ein bisschen zum eigenen Schutz. Ja, ja, cool. Das hat er eine Bedeutung? Wahrscheinlich hat er eine Bedeutung. Der hat eine Bedeutung. Der ist abgeleitet von meinem Namen, meiner Mutter, von dem ich, unter dem ich geboren wurde. Meine Eltern haben später geheiratet. Ja. Und ich habe den Familiennamen von meinem Papa genommen. Das ist ja de facto kein Künstlername. Eigentlich nicht, ja. Ja, cool. Ist ein bisschen abgewandelt. Aber, Ja, cool. Genau. Schön. Ich würde sagen, wir essen noch das Stück Pizza gleich auf. Kochen uns noch mal eine Runde Tee. Okay. Und hören einfach auf. Ja. Das war Max Hegewald und ein Einblick in seine Welt. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit. Schreib uns einfach eine Nachricht an hörgestalten@lauscherlounge.de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du natürlich auch gern liken. Dort gibt es nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. All diese Infos findest du auch noch einmal in den Shownotes. Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Elias Emken an der Reihe. Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels, aber nur für eine bestimmte Zeit. Außerdem legen wir dir sehr den Podcast Texte von gestern ans Herz. Bei einer Live-Veranstaltung lesen Erwachsene Texte, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben. Egal ob lustig oder traurig, gemeinsam durchleben wir erneut die Absurditäten, Tragödien und Kleinigkeiten des Aufwachsens. Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Also, ahoi, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal bei Hörgestalten. Hörgestalten.